Herzlich willkommen hier in Tälerdörfern. Wir sind hier Vertreter vom Creaviva e.V. Ich bin der Mirko. Und wir sind hier aktiv dabei, unsere Kultur in Tälerdörfern zu gestalten. Sechster April 2001. Genau, Gründungsdatum April. Beim Notar und vorher halt die ganzen Gefügigkeiten à la Satzung schreiben, Leute zusammenrufen. Und entweder es ist aus einer Notwendigkeit raus entstanden. Also aus Jugendclubs in dem Fall ganz ehrlich rausgeschmissen wurden, die dann immer gesagt, ja, hier 11 Uhr ist Schluss, ihr müsst gehen, wir lassen keinen Betreuer mehr von uns da, die werden halt nicht länger bis um 11 bezahlt, dann sind sie nicht länger geblieben, wir wollten aber länger bleiben als um 11. Und schlussendlich kam es aus einer fehlenden Alternative für uns. Wir sind in Erdmannsdorf, Thüringen und sind vom Räderberg-Verein. Räderberg ist ein Mountainbike-Verein, der sich 2006 gegründet hat mit ein paar Mountainbikern, die am liebsten Downhill fahren. Damals waren wir 7 Mann, die 7, die man braucht, um einen Verein zu gründen, und jetzt sind wir mittlerweile 37, im 7. Jahr erfolgreich. Es ging darum, eine Lücke zu füllen, die einfach da war, sozusagen nach der Wende, war nicht viel mit Jugendarbeit hier in unserer Region und überhaupt. Es gab kaum Vereine damals und die Jugendlichen konnten einfach nichts machen. Also wir hatten nichts. Es gab kein Basketballtraining oder kein, ja, irgendwas Kreatives oder irgendwas Gestalten. Und wir hatten das Potenzial, wollten damit raus und es gab nichts, wo wir uns verwirklichen könnten. Das klingt sehr ostdeutsch. Wir hatten ja nichts. Aber das passt schon. Also, so ein bisschen in die es lag Richtung. Auch einfach mit daran, uns als Clique zusammenzuhalten, denke ich. Also, dass wir für uns was machen können, weil es gab keine Partys für uns. Ich weiß noch, damals gab es Hip-Hop, das kam ganz groß raus oder kam im Untergrund auf. Und es gab keine Hip-Hop-Partys hier in der Nähe. Wir mussten die selber machen. Und wir wollten nicht erst mal weiß wohin fahren, also haben wir sie selber gemacht, ja. Ja, also wir sind hier in Klein-Ebersdorf in Thüringen, in den schönen Tälerdörfern. Und direkt sind wir hier in den sogenannten Safari-Studios oder Proberaum-Jugendclub. Ein Anlaufpunkt für Jugendliche, reifere Jugend, Jüngere, alles insgesamt, also während den Abendstunden zum Treffen, Kommunizieren, Reden, auch mal ein Bierchen trinken und ja, musizieren vor allen Dingen auch. Das Spektrum ist eigentlich recht weit. Es geht eigentlich los mit verschiedenster gemeinnütziger Arbeit, verschiedensten kleinen Projekten wie den Dirt Park, wo wir uns gerade befinden. Wir haben noch eine Rennstrecke im Wald oben, 2 Rennstrecken mittlerweile. Gemeinnützige Arbeit, Rennen fahren, Rennen vorbereiten, also jede Altersschicht ist mittlerweile vertreten im Verein. Wir haben von 35 Jahre bis 13 Jahre. Wir sind ja in Schwarzbach. Und wir treffen uns jeden Sonntag hier oder am Wochenende, um Bierchen zusammen zu trinken. Ja, im Großen und Ganzen hat sich daraus auch noch ein Fest ergeben, das rockte Dorf, und das wird von hier aus praktisch organisiert und durchgeführt und über die Bühne gebracht. Ja, wir haben uns die alten Dorfsäle, die nur noch für solche Rentnerveranstaltungen gebucht wurden, zurückerobert. Und haben die einfach versucht, komplett artfremd umzugestalten und eigene Räume zu schaffen. Wir haben 1000 von Tüchern uns erbettelt von Omas und Opas und irgendwelche gebatigt und alles Mögliche versucht ranzuziehen und haben da tagelang gewerkelt und wunderschöne Sachen gemacht eigentlich. Uns die Zeit genommen, so vom konventionellen mal. Das, was man so als Input gekriegt hat von den anderen Veranstaltungen, Gera, Jena, Leipzig, wo wir da waren, Berlin, das wollten wir hier auch genauso, war genauso machbar. Ich denke, das kommt auch daher, wir wollten ja möglichst was im Winter haben, ne? Dass wir Winterpartys machen. Das war bei uns im Sommer, waren wir alle am Stausee und haben dort Lagerfeuer gemacht, und im Winter ging halt nichts. Benni war nun der Erste hier in der Region, der irgendwo in Fried war und gesagt hat, ich mache jetzt was kein anderer macht. Er tut sich halt auch waghalsig den Berg runterstürzen. Viele haben uns dann
für ein bisschen bekloppt erklärt, keine Ahnung warum. Ich bin auch dazu gekommen, ich habe damals in Hermsdorf gewohnt, habe von Benny gehört, haben uns weitläufig gekannt durch Partys, Konzerte und so. Und ja, sind dann eigentlich Freunde fürs Leben geworden, sind noch ein paar Leute dazugekommen. Ja, wir haben dann jeden Tag rumgehangen, sind Radfahren gegangen. Und wir haben halt viele Kids mitgebracht, jeder aus seiner Region. Ich habe aus Hermsdorf die Kids halt immer mitgebracht oder aus Bad Lustenau-Lausnitz. Die restlichen Kids sind halt viel hier, eigentlich regional aus den Tälerdörfern. Dadurch, dass wir halt Rennen gefahren sind, Benny halt aktiv, auch Erfolg, Medienpräsenz, Zeitung etc., Webseite, Sponsoren und so weiter und so fort, sind halt auch viele auf uns aufmerksam geworden. Andere Kinder oder Eltern durch unsere Veranstaltungen und so ist dann eins ins andere gekommen, dass wir irgendwo ja, den Zuwachs an Jugendlichen haben, überregional mittlerweile. Das hier ist der Bauwache in Schwarzbach, so der Treffpunkt für Jung und Alt und treffen uns gelegentlich hier, um Informationen auszutauschen oder Vorbereitungen zu treffen. Für Volleyballturnier zum Beispiel, was demnächst ansteht. Ja. Und halt, was noch so Neues gibt in der Gemeinschaft. Angefangen hatten wir ja oben an der Bushaltestelle ganz früher. Da haben wir uns da getroffen. In einer Zimmer hier runtergezogen und hatten wir von den Fußballern. Hatten uns mal eingenistet in den Bauwachen und seitdem sind wir hier. Sozusagen. Und es wurde immer mehr Zusammenhalt und durch das Volleyballturnier speist eben immer noch ein bisschen mehr Zusammenhalt. Dorf ist eine Art elektronisches Dorffest. Es ist für die Jugend vom Dorf auch von der Stadt gesehen und es kommt halt elektronische Tanzmusik und der Flair ist halt dorffestmäßig, aber mit Einflüssen aus dem Club. Also so ein gutes Mischmasch und unser Highlight ist halt der Sektempfang. Also da bringen wir ein bisschen Schick auf die Veranstaltung. Also jeder wird auf dem Dorf auf dem roten Teppich empfangen im Pavillon und bekommt als Hallöchen ein Glas Sekt gereicht. Es sind Freundschaften, die teils im Kindergarten losgehen, Grundschule, dann der weitere Weg. Es sind immer so. Ja, auf dem Dorf kennt erstmal jeder jeden und wir waren eine Clique und daraus hat sich dann im Prinzip der Wein entwickelt. 1995 bin ich mein erstes normales Mountainbike-Rennen gefahren, querfeldein. Bin dann viele Jahre, habe ich das halt gemacht, Mountainbike. Und irgendwann hat mir halt das Abfahren am meisten Spaß gemacht. Habe mir dann irgendwann ein Fahrrad zugelegt mit mehr Federweg und habe dann angefangen bei meinem Opa oben im Wald mir ein paar Sprünge zu bauen, woraus dann die Rennstrecke, die es heute gibt, entstanden ist. Ja, was mir besonders gefällt, ist der ganze Zusammenhalt zwischen der ganzen Jugend, was es hier gibt. Zwischen Jung und Alt. Zwischen Jung und Alt, also die Generation, ich sag mal so, was 4, 5 Jahre noch jünger ist, die kommen alle mit dazu, jetzt stoßen alle nach und bis zur älteren Generation, sag mal so, bis... Für uns geht es ja mit 18 Jahren los und hört bei 65 Jahren auf und das passt. Wir sind dann auch eingeladen bei den 65-Jährigen zum Geburtstag zum Beispiel, da sind wir dann auch alle mal eingeladen. Im Prinzip ist das Rockte Dorf aus dem Dorffest entstanden. Es war immer schon ein Dorffest hier vorhanden in Klein-Ebersdorf. Und da das ja irgendwann dann mal 2000, 2001 bis 2003, so die Zeitspanne, ist das alles hier rundherum ein bisschen eingeschlafen. Und da musste ja dann irgendwann mal ein bisschen was passieren. Also da sollte es mal irgendwie wieder vorwärts gehen. Die Jugend hatte Lust, irgendwas zu machen. Musik zu hören, wo es auch dann mal ein bisschen länger geht. Und genau da ist dann, man kann es ruhig so sagen, Kneng seine Idee gewesen, lass uns doch mal das Dorf rocken, machen wir mal Rockte Dorf. Und da ging das dann los 2004. Was dazu erwähnen wird, sind die Interessengemeinschaften, die sich da parallel entwickeln. Sei es der Räderberg, sei es der Bauwagen, sei es der Jugendclub in Klein-Ebersdorf, wo die Leute vom Creaviva sich dort auch treffen, aufhalten, wo die sich unterhalten, wo die Ideen finden. Und diese Vernetzung untereinander. Also unser Basketballteam ist auch ein gutes Beispiel. Das ist ja völlig davon eigentlich losgelöst. Ne? Ich glaube, dass sich weniger vielleicht um den Kern irgendwie drehen, aber so diese Tentakel, die ausgefahren sind, diesen Impuls, der gegeben wurde mit einer Interessengemeinschaft,
mit mir wegen der Satzung und dann mit einem gemeinsamen roten Faden, wo man sagt, Kultur, Jugendkultur, wir wollen ein bisschen was, wir wollen halt nicht unbedingt nur Maibäume setzen oder wie du schon sagst, du hast als Verein hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Also ich persönlich könnte sehr ungern darauf verzichten, also würde auch nicht darauf verzichten, weil wenn es nicht geben würde, würde jeder zu Hause sein eigenes Süppchen kochen und es würde nichts zustande kommen. Zusammen sind wir mit kleinen Eversdorf sind wir eigentlich sehr gut verbunden. Wenn wir jetzt Volleyball-Dynamik was brauchen, oder sich tauschen wir uns gegen tauschen uns aus. Im Prinzip aus. Wenn die was von Rock the Dorf brauchen, geben wir denen das und andersrum ist es genauso. Wo ich mich halt immer erfreue, so, dass wir irgendwo einen Haufen Kids betreut haben, die damals, wo wir schon Erwachsene eigentlich waren, mit uns rumhingen und gesagt haben, ey, hier, guck mal, die machen das. Und die Sache durchgezogen haben. Wo einige jetzt ihr Geld damit verdienen oder halt auch irgendwelche Titelerfolge da waren, so, wo man eigentlich einen Sport für sich selber als Mensch was geschaffen hat, wie jetzt Beispiel die Harriet, vierfache deutsche Meisterin, also die ist jetzt 7, 8 Jahre bei uns im Verein, hat 4 Vizemeistertitel und 4 deutsche Meisterschaften. Die war in der Weltrangliste bis vor 2 Jahren in der Top 15. So. Das ist, wenn man das so überlegt, dass wir damit angefangen haben hier in der Region, die Leute dazugekommen sind und irgendwo wir eine Plattform geschaffen haben. Ich weiß noch, das erste Waldwiesenfest, das war hier vorne in Waldersdorf. Also da war noch nicht viel. Eine Euphorie, da haben wir aus dem alten Schafstall haben wir eine Bar gebaut und eine Tanzfläche. Ja, da haben wir eine Woche vorher noch, ich sag mal, Mist weggeschaufelt und das war dann die Bar, ne? Und ich weiß nicht, das erste Mal im Wiesenfest, das war einfach nur der Kracher. Das hat uns sowas von geflasht, also mich zumindest. Na, die vielen Leute, die kamen, das war Wahnsinn. Ja. Das war, wir waren darauf gar nicht vorbereitet, also auf die ganzen Leute. Wir dachten, es kommen 100 Mann. Am Ende waren vielleicht 300 da. Also wir waren, das Zelt war gerammelte voll. Und es ist so ein Pool an Kreativen, die da die Details wirklich ausfeilen. Das jedes Mal, ist auch viel Netzwerkarbeit, was du da erlebst. Uns auch jedes Mal wieder selber. Ja, viele Leute kennen. Und vor allen Dingen, also was das Schönste eigentlich für mich jedes Jahr war, wenn am Ende die Leute alle zu dir kommen und dann sagen, oh, das ist ja Wahnsinn, was ihr gemacht habt und die Deko und dies und das war ja wieder total klasse und das ist geil und das war immer so, das Lob dann am Ende, ne, für die viele Arbeit. Also wir haben ja da ohne Ende durchgerockt eigentlich, um das alles hinzustellen. Tälerdörfer sind halt Tälerdörfer. Hier ist der Räderberg ist irgendwie Kult. Ja, und hier spielt sich halt das alles ab. Hier hat es begonnen, hier wird es bleiben. So. Weil ein Superhill oder ein Räderberg gibt es halt nur hier. Das ist das Ding. Grundsätzlich ist das hier schon von der ganzen Umgebung und allen, also ich fühle mich am allerwohlsten hier.